So, ich habe alles schon mal für alles jetzt hier, für alle, ja, vier Module, habe ich jetzt alles besorgt, was ich haben möchte, also was ich dann drauf möchte an Effekte. So, und da fangen wir mal an mit den Boots. Erstmal ein Vibrant Crystal, wo ich gerade sehe. Wir haben zu wenig. Was? Was ist da los? Da muss ich nochmal schnell gucken. Aber ich dachte, ich hatte vier. So, zack. Vibrant. Hier sind noch zwei. Okay. Gut, jetzt habe ich vier. Sehr schön. Habe ich nur vergessen. Dann können wir jetzt wieder hier hoch. Und dann fangen wir gleich mal an. Zuerst mit dem Empowered. Und hier sind die Boots. Hier ein Vibrant Crystal Empowered 1. Und ihr seht schon, jetzt kann ich Strom aufladen. Und aber ich möchte ja nicht die 1 haben, sondern schon etwas mehr. Deswegen hier. Oh. Ja gut, vielleicht soll ich mir ein paar mehr Level holen. So, vielleicht. Ich tue jetzt mir 100 Level einfach mal holen. Da ihr seht schon, das waren vielleicht 30 aus dem hier. Also nicht gerade viel. Ich schalte den mal wieder an. Dann schlürft er hier und tut sich langsam wieder aufladen. Und ja, jetzt geht's weiter hier. Und ja, Basic. Dann zack. Oh. Nein. Was ist jetzt los? Jetzt ist noch der Amboss kaputt gegangen. Okay. Dann müssen wir uns noch schnell einen Amboss machen. Anvil. Und hier ist er. Okay, der wurde nicht verändert. Das ist sehr gut. So, drei Stück. Und zack. Hallo? Wann kommt das hier? Okay. Iron. Jetzt muss da sein. Genau. Okay, sehr gut. Dann kann das weiter reinziehen, alles. Und wir haben einen neuen Anvil. So. Ja. Zack. Hier kommt's hin. Und wir waren jetzt hier bei Empowered. Das nächste. Okay, Empowered 3 schon. Und jetzt noch zum Schluss die 4. Zack. Und wir haben die 4. So, dann hier sieht man auch, das habe ich noch nicht ganz am Anfang gesehen, aber wenn man Shift drückt, dann sieht man noch die Anvil Upgrades. Und da sehen wir schon, mit Pisten können wir hier Jump drauf machen. Das machen wir natürlich. So, Jump 2 und Jump 3. Das Lily Pad, also die Flippers, das gibt's leider hier nicht, oder ich sehe. Das gibt's leider hier nicht, oder das gibt's leider hier nicht, oder ich sehe einfach kein Rezept, keine Ahnung. So, dann machen wir mit der Hose weiter. Hier erstmal mit dem Empowered. Ganz normal, so. Oh nein. Wie viel Level brauchen wir? Das ist ja richtig krass. Dann nehme ich mal alles. So. Das wird vielleicht etwas reichen, hoffentlich. Dann machen wir hier weiter. Zack. Dann das hier. Zack. Und das hier zum Schluss. Zack. Dann machen wir erstmal überall Empower drauf. Damit wir das haben. Einfach. So. Zack. Oh, schon wieder kaputt. Ach Mann. Da mache ich jetzt gleich zwei. Weil ich denke, einen werden wir mindestens noch aufbrauchen. Zack. Dann sagen wir hier, wie viel brauchen wir? Keine Ahnung. Gut. Wir brauchen nur sechs Stück. Zack. Das andere kann mit rein. Und dann sagen wir, wir geben hier Anvil ein. Zack. Und jetzt müssen wir warten. Na gut, da muss ja erst die ganze Schlange durchlaufen mit den Ender-IO-Kabeln.
eben erst hier durch den ganzen Storage und sowas. Ja, das dauert etwas, aber ich finde, ich habe es eigentlich gut gelöst, denn ja, ich habe zurzeit noch nichts Negatives dabei gefunden. So, aber jetzt zack. Und wo waren wir? Ne, hier waren wir fertig mit den Leggings. Oder? Waren wir mit den Leggings hier fertig? Ich weiß es gar nicht. Ne, hier waren wir, genau. Zack. Wir wollten ja immer erst empowern. Dann das und der Basic. Oh oh. Unsere Level reichen nicht aus. Was? Wie viel brauchen wir denn? Das ist krass. Zack. Wieder entzogen. Nein. Wir brauchen noch mehr. Jetzt. Denn ich glaube, 30 Level brauchen wir ungefähr. So. Zack. Empowered. 4. Gut, dann, machen wir einfach mit dem Helm weiter und mit dem Note-Block. So. Jetzt haben wir den Sound-Locator. Und als nächstes würde dann Night Vision drankommen mit dem Trank hier. Aber dazu brauche ich erst wieder neue Level. So. Okay, 10 sind schon wieder da. Das ist sehr gut. Ihr seht schon, es ist hart am Limit. Und irgendwie kriegt der keinen Schaden. Ich verstehe das nicht. Hä? Geht es nicht? Night Vision? Potation? Potation of Night Vision. Habe ich doch. Was? Weil das 8 Minuten ist oder so bestimmt, ne? Na gut, ansonsten lasse ich das erstmal weg. Dann die Boots, die hatte ich ganz fertig, ne? Dann fehlen noch die Leggings, da wollte ich Swiftness drauf machen. Hier, Speed. Geht auch nicht. Die gehen auch nicht. Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Da steht ja Potation of Swiftness. Okay. Gut, dann machen wir mit dem Helm weiter, mit dem Solar. Oh. Da brauchen wir 15. Und dann. Okay, erstmal Solar 1. Da brauchen wir 15. So, ziehen wir mal hier raus. Jetzt haben wir 25. So. Zack. Jetzt haben wir schon mal Solar 1, Solar 2. Da brauchen wir. Oh, 30. Da müssen wir jetzt erstmal warten. Okay. Dann würde ich sagen, das war's erstmal. Ja, ich mache hier einen Cut, dann gucke ich mal inzwischen nach, warum das alles nicht geht. Und ja, wenn ich die 30 Level erreicht habe, dann schauen wir uns wieder. Bis später. So, also ich bin zurück, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe den sogar mal aufgeladen, aber es geht scheinbar nicht. So, jetzt habe ich aber meine Level vergessen. Oh, der hat ja schon wieder viel. Das ist super. Dann, zack, den Advanced draufklatschen. Da haben wir das schon mal. Ja, und bei dem anderen kann ich ja jetzt zurzeit leider nicht machen. So, dann gehen wir hier mal runter und laden die alle auf. Zack. Gut. Dann sagen wir hier, hier und hier. Oh, der macht gerade. Wow, wie viel? Was? Der macht ja richtig, richtig viel Miese jetzt nicht mehr. Okay, und stimmt, das ist so ein richtig großer Speicher von Ender.io. Ja, der kann 4 Milliarden und 850 Millionen RF speichern. Also schon recht viel. Und ich ziehe aber jetzt erstmal die Rüstung an. So. Dann, so sehe ich jetzt aus hier. Ja. Also, das passt schon. So, was gibt's jetzt hier so richtig? Ich kann. Stimmt, ich habe den Dreiersprung. Zack, zack, zack. So. Okay, das geht schon mal.
Dann, ja. Die Potations kann ich erstmal wegpacken. Aber so gehen die Dinger dann. Ja, ich bin froh, dass ich hier alles doch noch geschafft habe. Stimmt. Was ich jetzt auch kann, ich brauche nicht mehr springen, aber ich kann einfach Blöcke hochlaufen. Zack. Ich springe nicht. Ich tue einfach hochlaufen. Das ist cool. So, aber man kann auch leicht runterfallen, deswegen, ich weiß noch nicht. Gut, das war's erstmal. Die Flügel kann ich jetzt wegtun. Den hier, den Rapier, ja, den kann ich jetzt nehmen. Da brauche ich das Schwert jetzt erstmal nicht mehr. Und dann würde ich sagen, das war's eigentlich. Denn mehr kann ich zurzeit nicht machen. Ich könnte höchstens noch gucken, ob ich so noch Protection drauf kriege. Aber, was, da müsste ich oben beim Anvil gucken. Was brauche ich dafür? Nein, ach komm. Stimmt. Und wegen den FPS-Problemen, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt wieder mal so niedrig sind. Die waren ja erstmal hoch und dann irgendwann gingen die wieder runter sozusagen. Dann Protection wird aus Dark Steel gemacht. Oha. Oha. Ein Stack. Und wie kriegen wir Protection 5? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber, ich weiß nicht. Ist eher Protection oder... Ich weiß nicht, was sinnvoll ist. Aber bei Protection hält man bestimmt mehr aus. Obwohl Projectile Protection auch gut ist, oder Blast Protection. Fire denke ich eher nicht, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tut mir leid, da kann ich leider nichts sagen, aber... Ja. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Da werden wir entweder mit der Rüstung weitermachen. Wenn ich irgendwas finde noch. Oder wenn ihr Vorschläge habt. Oder ja, wir tun noch weiterbauen. Das Haus hier unten ausbauen. Und ja, mit den Lagersystemen das noch erweitern. Aber lasst euch überraschen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.